Horoskop für den 12. Juni 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Heute in der ersten Hälfte des Tages gibt es eine große Chance, profitabel zu kaufen, einige teuer, notwendig für Widder Sache. Vielleicht wird es eine Immobilie, ein Auto oder sogar etwas Immaterielles sein, eine Ausbildung oder eine Reise. Die Kommunikation mit nahestehenden Menschen wird sehr gut funktionieren, sie werden einige Fragen klären können, die sie schon lange beschäftigt haben. Widder Horoskop für Männer. Heute ist ein gefährlicher Tag für die Gesundheit des Widdermannes. Ihre Immunität wird einem viralen Angriff ausgesetzt sein. Ergreifen Sie alle Maßnahmen, um Erkrankungen der Atemwege zu verhindern. Körperliche Übungen, Methoden der Volksmedizin können auch ganz gut helfen. In Ihrer Beziehung zu einem geliebten Menschen gibt es Schwierigkeiten, die Sie aber dank Ihrer charakterlichen Standhaftigkeit lösen können. Widder Horoskop für die Frau. Die Sterne werden für den Widder eine sehr glückliche Figur machen. Sie verspricht Glück und Erfolg bei allen Unternehmungen. Aber Sie sollten sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Jetzt ist es sehr wichtig, Kraft und Energie zu sammeln. In naher Zukunft werden diese Ressourcen sehr nützlich für Sie sein. Spaziergänge an der frischen Luft, das Lesen von Büchern, Meditation und spirituelle Praktiken werden sehr nützlich sein. Es ist nicht schlecht, Wasseranwendungen zu machen. Gehen Sie ins Schwimmbad oder nehmen Sie ein Bad. Widder Liebeshoroskop. Widder könnten Unstimmigkeiten innerhalb der Familie haben. Immer müssen über die Tatsache, dass Emotionen, die sie spritzen, auf eine Person zu denken, abkühlen, aber die Beziehung wiederherzustellen wird viel länger haben. Sie sollten darüber nachdenken, was ihr Partner tut für sie gut, und nicht zu besessen und nicht auf eine seiner Mängel zu übertreiben. Horoskop für heute für Stier. Stier heute brauchen, um die Hilfe aller ihrer Ausdauer, Toleranz und Besonnenheit aufrufen. Ständig werden sie mit verschiedenen lästigen Situationen konfrontiert, die ihr Durchhaltevermögen auf die Probe stellen werden. Lassen Sie sich nicht von der Situation überwältigen. Heute sollten Sie Ihre geschäftlichen Papiere und persönlichen Unterlagen in Ordnung bringen. Am Abend sollten Sie sich ausruhen, belasten Sie sich nicht mit Hausarbeiten. Stierhoroskop für Männer. Stiermänner werden heute eine Menge zu tun haben. Sie haben verschiedene Sorgen angehäuft, die Ihre Anwesenheit erfordern, um sie zu lösen. Sie sollten all Ihre Energie in die richtige Richtung lenken, um alle Fälle auf die beste Weise zu bewältigen. Sie sollten sich nicht nur um die Arbeit, sondern auch um den Haushalt kümmern. Nehmen Sie sich am Abend Zeit für sich und Ihre Lieben. Stierhoroskop für die Frau. Heute haben Stiere einen der schwierigsten Tage der laufenden Woche. Die Sterne raten Ihnen, sich einfach zu entspannen und mit dem Strom zu schwimmen. Alles wird sowieso so sein, wie es sein wird. Es gibt keinen Grund, unnötig nervös und ängstlich zu sein. Es hat keinen Sinn. Mischen Sie sich nicht ein, warten Sie einfach den Sturm ab. Versuchen Sie vor allem nicht, die Beziehung zu Ihrem Partner zu ergründen. Stier Liebeshoroskop. Stier, hüten Sie sich vor einem Rivalen oder einer Rivalin. Jemand hat beschlossen, der dritte Statist in Ihrer Beziehung zu werden. Der Partner wird diese Erfahrung mit Würde ertragen, aber dennoch sollten Sie die Negativität, die in diesen Tagen vielleicht vorhanden ist, nicht noch verstärken. Schaffen Sie im Gegenteil eine möglichst gute Atmosphäre der Liebe, der Akzeptanz und des Verständnisses. Denken Sie daran, dass Sie gut zusammen sind, konzentrieren Sie sich auf das Positive. Horoskop für heute für Zwillinge. Heute Zwillinge besser nicht in Streitigkeiten geben und nicht an Konflikten teilnehmen. Streitigkeiten sind wahrscheinlich wegen der finanziellen Situation in der Familie. Am Abend ist es möglich, zu Ihnen kommen Gäste. Sie werden eine sehr angenehme Zeit haben, Sie werden ein Gespräch von Herz zu Herz führen, Ihre Seele wird mit Liebe und Wärme erfüllt sein. Es wird ein guter Tag sein, wenn Sie es schaffen, das seelische Gleichgewicht zu halten und die Atmosphäre des Friedens zu genießen. Zwillinge Horoskop für den Mann. Heute werden Ihre Arbeitsbeziehungen auf eine harte Probe gestellt, ebenso wie Ihr Nervensystem. Die Kollegen werden den Zwillinge-Männern keine Ruhe gönnen. Die Dinge werden sich so sehr stapeln, dass Sie keine einzige freie Minute haben werden. Doch dank Ihrer Erfahrung, Ihres Fleißes und Ihrer Entschlossenheit werden Sie diese Situation mit Bravour meistern. Halten Sie sich von neidischen Menschen fern, sie können Ihnen Probleme bereiten. Zwillinge Horoskop für die Frau. Zwillinge, widmen Sie den Tag sich selbst. Versuchen Sie, sich zu entspannen, gehen Sie zur Massage, zum Yoga oder in den Schönheitssalon. Sie könnten einige Schönheitsbehandlungen gebrauchen, um sich in Ordnung zu bringen. Äußere Schönheit wird innere Schönheit nach sich ziehen. Alles in der Welt ist miteinander verbunden. Im Laufe des Tages können am Horizont Menschen auftauchen, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber höchstwahrscheinlich ist der Grund für das Treffen eigennützige Motive. Zwillinge Liebeshoroskop.
Der Tag der Zwillinge ist perfekt, um neue Bekanntschaften zu machen. Gehen Sie auf ein Abenteuer. Vielleicht melden Sie sich auf einer Dating-Website an oder gehen zu einem Date in eine Bar. Wie auch immer, heute ist eine gute Gelegenheit, eine neue Romanze zu beginnen, die sehr einfach und angenehm sein wird. Wahrscheinlich werden Sie nicht glücklich bis an Ihr Lebensende, aber eine flüchtige Liebe wird Ihnen gut tun. Horoskop für heute für Krebs. Das Universum wird Krebs eine Chance zu senden, um die finanzielle Situation zu verbessern. Sie brauchen nicht auf den Rat von anderen zu hören. Folgen Sie dem Ruf Ihres Herzens, tun, was Sie mögen. Wenn du deiner Berufung folgst, wird alles sehr leicht funktionieren, du wirst leicht die Karriereleiter hinaufsteigen, Respekt und Berufung erlangen. Denken Sie darüber nach. Krebshoroskop für den Mann. Krebsmänner werden heute die Chance haben, eine Beförderung zu bekommen. Zeigen Sie keine falsche Bescheidenheit, beginnen Sie ein Gespräch mit Ihren Vorgesetzten über dieses Thema. Verpassen Sie nicht die guten Bedingungen für eine fruchtbare Arbeit, deren Ergebnisse sich positiv auf Ihre Zukunft auswirken werden. Ein guter Tag für Bildung, Teilnahme an sozialen Aktivitäten. Krebshoroskop für die Frau. Familiäre Werte werden heute für den Krebs von großer Bedeutung sein. Das Thema der persönlichen Beziehungen ist für Sie sehr akut. Wenn Sie mit jemandem in der Familie in Konflikt geraten sind, lohnt es sich, Wege zur Versöhnung zu finden. Ressentiments und Konflikte in der Familie wirken sich negativ auf Ihr ganzes Leben aus. Am Abend werden Sie einen Anruf oder Besuch von einem alten Freund erhalten, der Ihnen erfreuliche Neuigkeiten mitteilt. Krebs-Liebeshoroskop. Ein sehr wichtiger Tag. Der Krebs wird wichtige Entscheidungen in Bezug auf sein persönliches Leben treffen müssen. An diesem Tag können Sie Entscheidungen über die Ehe treffen, ein romantisches Date mit einer neuen Bekanntschaft oder Ihrem Partner arrangieren, eine Reise mit einem geliebten Menschen planen. Es gibt keinen Grund, überzogene Forderungen an Ihren Partner zu stellen. Es ist ein guter Tag für Einkäufe und Anschaffungen. Horoskop für heute für Löwe. Löwen haben einen guten Tag, um an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Daher müssen Sie Ihren Zeitplan sorgfältig planen, sodass Sie Zeit für eine Menge von Arbeitssitzungen haben und lassen Sie Zeit für ein Treffen mit Freunden oder ein Date mit Ihrem Partner. Wenn Sie einige Dinge mit Verwandten oder Freunden zu klären haben, ist heute ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch von Herz zu Herz. Löwe-Horoskop für Männer. Heute werden Löwen in der Lage sein, Projekte abzuschließen und Ergebnisse so effizient und effektiv wie möglich zusammenzufassen. Der Tag eignet sich auch hervorragend für die weitere Planung. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten in der Tat ein, überschätzen Sie die Erwartungen an sich selbst nicht, setzen Sie realistische Fristen, dann werden Sie das Beste tun. Seien Sie optimistisch, glauben Sie an sich. Löwe-Horoskop für die Frau. Löwen werden von einer Welle von Ereignissen überwältigt werden. Es ist noch nicht ganz klar, ob sie positiv oder negativ sein werden, aber dennoch werden sie ihre nahe Zukunft beeinflussen. Außerdem werden sie von Menschen um Hilfe gebeten, zeigen sie Großzügigkeit und gehen sie auf sie zu, das wird ihnen helfen, die richtigen Verbindungen zu knüpfen. Darüber hinaus werden sie höchstwahrscheinlich auf Kosten dieser Verbindungen einen Gewinn erzielen. Liebeshoroskop Löwe. Löwen sollten ihre Gewohnheiten überdenken und sie durch nützlichere ersetzen. Konzentrieren Sie sich auf sich selbst und Ihre Angelegenheiten, vielleicht sollten Sie sich mit Selbstentwicklung und Selbsterkenntnis beschäftigen. Versuchen Sie, Pläne für die Zukunft zu machen, träumen Sie von einigen Dingen, überlegen Sie, wie Sie sie erreichen können. Verbringen Sie den Abend mit Ihrer Familie und Ihren Lieblingsmenschen. Das wird Ihnen auch erlauben, mit guter Energie gefüllt zu sein. Horoskop für heute für Jungfrauen. Heute in der Jungfrau kann Prozesse der Transformation und Umwandlung der Seele und des Körpers gestartet werden. Seien Sie darauf vorbereitet, dass bald Ihr Leben wird in den meisten unvorhersehbaren Weg zu ändern. Sie sollten nicht viel Zeit an überfüllten Orten verbringen, vor allem nicht zu Wahrsagern oder Hellsehern gehen. Deine Seele ist jetzt sehr fein gestimmt und Störungen von außen können die Harmonie stören. Jungfrau-Horoskop für Männer. Jungfrauenmänner werden eine weiße Weste in ihrem Leben haben. Romantische Bekanntschaften sind nicht ausgeschlossen, die aus unbelasteten, an fleischliche Genüsse gebundenen Beziehungen durchaus ernst werden können. Geben Sie dem Schicksal die Chance, Ihnen einen Menschen vorzustellen, der Ihr Seelenverwandter werden wird. Verpassen Sie Ihre Chance nicht. Bei der Arbeit wird es ruhig bleiben, machen Sie sich keine Sorgen. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Heute werden Jungfrauen vielleicht auf eine coole Idee kommen. Scheuen Sie sich nicht, sie zu verwirklichen und zum Leben zu erwecken. Es ist auch eine gute Zeit für große Projekte oder Anschaffungen. Nehmen Sie große Unternehmungen in Angriff. Du kannst sie schaffen. Glauben Sie an Ihre Stärke. Zu Hause und im Beruf wird alles so klappen, wie Sie es brauchen.
Machen Sie sich die Situation zunutze, um für sich die angenehmsten Bedingungen zu schaffen. Jungfrau Liebeshoroskop. Jungfrau hat einen guten Tag, um Beziehungen zu knüpfen. Seien Sie aufgeschlossener, Ihre Freundlichkeit wird Ihnen hundertfach zurückgegeben. Das gilt allerdings nicht für finanzielle Angelegenheiten. Sie sollten sehr vorsichtig sein, wenn Sie Geld geben und es nicht an Leute verleihen, die Sie nicht kennen. Am Abend werden Sie eine Verabredung haben, Sie werden eine sehr romantische Zeit haben. Es wird Ihnen helfen, sich zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen. Waage-Horoskop für heute. Heute ist ein ungünstiger Tag für die Waage. Es könnte verschiedene materielle Probleme geben, von fehlenden Dingen bis hin zu einem Strafzettel. Heute wird Ihre Konzentration und Zielstrebigkeit auf eine harte Probe gestellt. Die Einmischung dritter und unzuverlässige Informationen, die Sie von einer nicht verifizierten Quelle erhalten haben, können sich negativ auf Ihre beruflichen Angelegenheiten auswirken. Waage-Horoskop für Männer. Der Waagemann hat einen guten Tag. Er wird von Harmonie erfüllt sein, zum Beispiel zwischen Partnern in einer Beziehung. Reisen, Herzensgespräche mit dem Partner oder mit Freunden sind heute sehr erwünscht. Es kann zu einem produktiven Dialog mit Vorgesetzten kommen. Die Zeit ist gut, um verschiedene bürokratische Probleme zu lösen. Waage-Horoskop für die Frau. Für Wagen ist heute ein guter Tag, um einzukaufen, große Projekte zu verwirklichen, Wissen und Erfahrung zu sammeln. Alles, was Sie für sich selbst tun werden, wird Ihnen letztendlich großen Nutzen und Zufriedenheit bringen. Heute werden Sie in der Lage sein, einen Durchbruch in Ihrer Karriere oder in Ihrem Privatleben und generell in jedem Bereich zu erzielen, wenn Sie sich genug anstrengen, um Ihre Pläne zu verwirklichen. Waage Liebeshoroskop. Der Tag für die Waage bringt widersprüchliche Gefühle mit sich. Sie werden vor eine Wahl gestellt, es wird notwendig sein, eine Sache der anderen vorzuziehen. Aber wenn Sie nicht wissen, welche Entscheidung zu treffen, nicht in Eile sein, es ist noch Zeit. Vereinbaren Sie ein Treffen mit einem lieben Menschen, Sie brauchen seine Hilfe. In den Liebesbeziehungen ist alles glatt und ruhig, nichts Negatives ist in nächster Zeit zu erwarten. Horoskop für heute für Skorpion. Skorpione werden eine Menge Dinge zu tun haben und treffen geschäftlicher Natur. Sie werden recht erfolgreich und produktiv sein und den erwarteten Nutzen bringen. Erwarten Sie eine Einladung zu einem Urlaub, einem freundschaftlichen Treffen oder einem ähnlichen gesellschaftlichen Ereignis. Lehnen Sie nicht ab, Sie werden eine tolle Zeit haben und sich von den Alltagsproblemen erholen. Manchmal lohnt es sich, sich mit Freunden zu treffen. Horoskop für Skorpionmann. Skorpione, erwarten Sie, dass eine Person aus der Vergangenheit auftaucht. Er war früher eine ziemlich wichtige Figur in Ihrem Leben, aber allmählich ist die Kommunikation zum Erliegen gekommen. Die Begegnung mit ihm wird für Sie sehr schmerzhaft sein, aber sie ist notwendig, um einige Ihrer Beleidigungen in Bezug auf ihn zu beenden. Am Abend sollten Sie sich Zeit für Ihre Selbstfürsorge nehmen, vielleicht eine Massage oder Sport. Horoskop für Skorpionfrauen. Heute können Skorpione getäuscht werden, und zwar sowohl von ganz nahen Menschen als auch von Betrügern. Seien Sie vorsichtig, um nicht auf den Trick von Betrügern hereinzufallen. Unterschreiben Sie heute keine Dokumente, besonders wenn Sie sie nicht gelesen haben. Sie sollten keine neuen Affären beginnen und sich nicht mit Freunden oder Verwandten streiten, ein kleiner Streit kann sich zu einem großen Skandal auswachsen. Liebeshoroskop für Skorpion. Skorpione warten auf die Hitze der Leidenschaft. Um sie herum werden sich unglaubliche Ereignisse abspielen, wie in brasilianischen Serien. Verlieren Sie nicht den Kopf. Eine neue Bekanntschaft, die noch gar nicht so lange her ist, wird Ihnen nicht das bringen, was Sie erwartet haben. Wenn Sie bereits in einer Beziehung sind, machen Sie sich darauf gefasst, dass die Leidenschaft zwischen Ihnen wieder aufflammen wird und die Beziehung tiefer, reifer und sinnlicher wird. Horoskop für heute für Schütze. Die Schützen werden einen Tag voller Weisheit, Offenbarungen, Lernen und geistiger Großzügigkeit erleben. All das Wissen gewonnen wird leicht assimiliert werden. Es ist wahrscheinlich, Geschäftspapiere zu unterzeichnen, Geschäfte zu machen. Drängen Sie anderen nicht Ihre Meinung auf. Stimmen Sie verschiedenen Unternehmungen nicht zu. Sie müssen Ihre Schritte sorgfältig abwägen, um mögliche Fehler zu vermeiden, die zu unerwünschten Folgen führen könnten. Schütze-Horoskop für Männer. Heute sagen die Sterne den Schützen, dass sie sich nicht an kollektiven Arbeiten beteiligen sollten. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht sehr prinzipientreue Kollegen versuchen werden, ihnen ein Maximum an Arbeit und Verantwortung aufzubürden. Vor allem sollten sie nicht über verschiedene finanzielle Fragen diskutieren. Ihre Position bei der Arbeit ist jetzt nicht sehr stabil, eine Degradierung ist möglich. Horoskop für Schützefrauen. Schützefrauen haben einen sehr guten Tag im Bereich der Finanzen. Außerdem wird ihnen das Glück bei der Lösung von persönlichen und beruflichen Problemen gleichermaßen hold sein.
Machen Sie also weiter und erledigen Sie das, womit Sie sich schon lange herumgeschlagen haben. Aber in Sachen Verantwortung sollten Sie vorsichtig sein und unterscheiden, was Sie auf sich nehmen und wo die Grenze zum Verantwortungsbereich eines anderen liegt. Schütze Liebeshoroskop. Schütze haben einen sehr romantischen Tag. Wollten Sie schon lange mal ein Date haben? Höchstwahrscheinlich werden Sie eine Einladung erhalten oder Sie werden es selbst organisieren. In jedem Fall wird der Abend mit angenehmen Liebeserlebnissen, Flirts und Komplimenten gefüllt sein. Im Allgemeinen ist der Bereich der persönlichen Beziehungen, die Sie jetzt haben, ziemlich aktiv. Alles wird so funktionieren, wie Sie es brauchen. Horoskop für heute für Steinbock. Heute werden die Steinböcke einen sehr energieaufwendigen Tag haben. Es wird Ihnen schwer fallen, auch nur die einfachsten Hausarbeiten zu erledigen. Ärger wird Ihnen auf Schritt und Tritt begegnen. In einigen extremen Situationen wird es schwierig sein, eine Entscheidung zu treffen, sie wird Ihnen mentale Stärke abverlangen. Es ist besser für dich, die Dinge, die du für heute geplant hast, abzusagen. Es wird produktiver sein, wenn Sie sie am Ende der Woche angehen. Steinbock-Horoskop für Männer. Steinböcke erwarten Selbstverwirklichung. Bestrebungen und Ziele werden endlich den endgültigen Punkt erreichen und wahr werden. Und das ist nur zu Ihrem Vorteil. Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um dies zu erreichen. Vielleicht gibt es ein Geschäftsangebot von Konkurrenten, die versuchen werden, Sie in ein anderes Unternehmen abzuwerben. Wenn sich dadurch die Möglichkeit zum Wachstum ergibt, zögern Sie nicht und stimmen Sie zu. Steinbock-Horoskop für Frauen. Eine ungünstige Serie von Versuchen und Misserfolgen kommt zu ihrem logischen Ende. Die Planeten haben sich so aufgestellt, dass die Steinböcke grünes Licht für alle Unternehmungen bekommen werden. Machen Sie sich an die Umsetzung von Vorhaben, die schon lange aufgeschoben wurden. Es ist ein großartiger Tag für geistiges Wachstum, Entspannung und die Überwindung von Hindernissen im Leben. Der Tag bringt Ihnen Bekanntschaften und Begegnungen. Steinbock Liebeshoroskop. In der ersten Hälfte des Tages müssen Steinböcke eine äußerst wichtige Entscheidung treffen. Sie werden Antworten auf die Fragen finden, die Sie schon lange quälen. Das hat mit Ihren persönlichen Beziehungen zu tun. Entscheiden Sie nicht voreilig, sondern wägen Sie das für und wieder gut ab. Sie müssen Weisheit und Verständnis zeigen, gehen Sie auf Ihre Lieben zu, suchen Sie nach möglichen Kompromissen, damit beide Seiten zufrieden sind. Horoskop für heute für Wassermänner. Die Pläne des Wassermanns werden sich erfüllen, die Anstrengungen werden gerechtfertigt sein. Sie brauchen sich nicht auf Konflikte und Scharmützel mit Ihren Vorgesetzten einzulassen, das wird keine positiven Auswirkungen haben. Der Abend sollte in der Natur, an der frischen Luft verbracht werden. Wenn es keine Gelegenheit gibt, in den Wald zu gehen, kann man im Park spazieren gehen. Für einen Spaziergang ist es besser, allein zu gehen und über den aktuellen Stand der Dinge nachzudenken. Wassermann-Horoskop für Männer. Sie haben etwas zu erledigen, dessen Verwirklichung Sie immer wieder aufgeschoben und auf ein Zeichen gewartet haben. Hier ist es, ein Zeichen. Glauben Sie an sich selbst, an Ihre Stärke. Wassermänner haben genug Entschlossenheit, um die Erfüllung ihrer Träume zu erreichen, egal, was es bedeutet. Die Sterne sagen Ihnen, dass alles sicher klappen wird. Du wirst die Unterstützung anderer haben. Sie müssen nur kreativ sein. Verfügen Sie über Ihre Finanzen nach eigenem Gutdünken, Sie können nicht an Geld sparen. Wassermann-Horoskop für Frauen. Wassermänner haben einen guten Tag, um ihn in der Gesellschaft der Familie, eines geliebten Menschen oder von Freunden zu verbringen. Heute können Ihre Liebsten als Aktivator oder Hebel wirken und Sie zu notwendigen Veränderungen drängen, die schon lange in Ihrem Kopf brodeln. Seien Sie darauf vorbereitet, dass Sie Stimmungsschwankungen haben könnten. Haben Sie es nicht eilig, schwierige Dinge zu tun, es ist unwahrscheinlich, dass sich die Mühe lohnt. Wassermann Liebeshoroskop. Leider ist die innere Energie der Wassermänner auf dem Nullpunkt. Daher sollten Sie sich mit gesundheitlichen Problemen befassen und sich nicht an Orte begeben, an denen sich viele Menschen versammeln. Ihre Gesundheit ist in Gefahr. Den Abend sollte man zu Hause verbringen, enge Freunde anrufen. Es ist gut, Familienangelegenheiten zu besprechen. Vermeiden Sie lange Reisen. Horoskop für heute für Fische. Der Tag verspricht Fische Bekanntschaft, persönlich oder geschäftlich, ist es noch nicht klar. Aber wenn Sie mit einer Person kennenlernen wollte, können die Initiative ergreifen, sind die Sterne auf Ihrer Seite. Sie sollten sich nicht scheuen, Risiken einzugehen, seien Sie offen für Neues, denken Sie über den Tellerrand hinaus, es kann Ihnen unerwartete Gewinne bringen. Du hast eine große Vorstellungskraft, du musst sie öfter nutzen. Fische-Horoskop für Männer. Wenn Sie in der Dienstleistungsbranche arbeiten, machen Sie sich darauf gefasst, dass heute unangenehme Schicksalsschläge auf Ihrem Lebensweg auftauchen könnten.
Aber am Nachmittag werden sich die Wolken lichten, das Leben wird mit neuen Farben spielen und finanzielle Belohnungen oder angenehme Nachrichten werden Sie glücklich machen. Fische sollten nicht vergessen, wie wichtig es ist, mehr Zeit mit Verwandten zu verbringen. Fische-Horoskop für die Frau. Heute müssen Fische so mutig wie möglich handeln. Weisheit und Lebenserfahrung werden es Ihnen ermöglichen, eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, von denen das materielle Wohlergehen der Familie abhängen wird. Höchstwahrscheinlich werden Sie hart arbeiten müssen, aber das Ergebnis wird es wert sein. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um den Respekt der Kollegen. Ihre Professionalität und Ihre gesammelte Erfahrung werden sich zu Ihren Gunsten auswirken. Fische-Liebeshoroskop. Fische haben einen sehr ruhigen und harmonischen Tag. Es ist eine gute Zeit für ein Liebesdate. Laden Sie Ihre bessere Hälfte zu einem Treffen ein, arrangieren Sie ein Abendessen für sie. Wenn Sie noch keinen Lebenspartner haben, ist es ein guter Tag, um ihn kennenzulernen. Die Sterne sagen, dass alle Schritte, die unternommen werden, um eine Beziehung zu finden oder eine bestehende Bindung zu stärken, sehr produktiv sein werden.